Ja, hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Gegen jeden Antisemitismus. Das ist ein Spruch, den man in Deutschland sehr häufig hört, doch leider verbleibt er dabei viel zu oft als leere Phrase. Denn gegen jeden Antisemitismus, das muss mehr heißen, als sich nur offener zur Schau getragener Judenfeindschaft entgegenzustellen. Gegen jeden Antisemitismus muss immer heißen, auch dann laut zu werden, wenn antizionistische Hetze und wenn Verschwörungstheorien gegen Israel wie heute hier beim Kurzmarsch auf die Straße getragen werden. Israels ist die universelle Lehre der Shoah, also dem größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Sie ist die Lehre aus dem Versagen der Weltgemeinschaft, die Lehre aus dem Versagen der Staatsgemeinschaft, und es ist vor allem in Zeiten, wo der Antisemitismus in Deutschland, in Europa und in vielen anderen Ländern wie immer wieder auf dem Vormarsch ist, immer noch von höchster Wichtigkeit zu unterstreichen, wie zentral und wie essentiell dieser internationale Schutzraum vor Antisemitismus auch heute noch für Jüdinnen und Juden ist und wie wichtig es ist, dass alle, die sich als Kämpferinnen gegen Antisemitismus einsetzen, sich zu diesem Existenzrecht bekennen und sich vor allem auch solidarisch an die Seite aller stellen, die gegen diejenigen kämpfen, die Vernichtungswünsche gegen Israel verbreiten und die gegen Jüdinnen und Juden hetzen, wie es die Menschen da drüben gerade tun. Zionismus und Antisemitismus sind eben mehr als nur eine bestimmte Form der Menschenfeindlichkeit. Sie sind eine Form der Welt, des Welterklärungsmusters, eine Verschwörungstheorie, die von allen genutzt wird oder von vielen genutzt wird, um Projektionen zu schaffen, um das eigene politische Handeln und die Folgen des eigenen politischen Handelns nicht mehr erkennbar zu machen, um Hass zu schüren und um Projektionen zu schaffen, an denen sich Menschen abarbeiten können, damit sie tatsächlichen politischen Verhältnisse nicht mehr erkennen und nicht mehr verändern können. Der Antizionismus und der Antisemitismus sind damit auch im größten Maße antiaufklärerische und anti-emanzipatorische Ideologien, denn sie stellen sich gegen die Aufklärung des Individuums. Und damit sind sie ein Kernstück der islamistischen Ideologie. Ich stehe hier heute als Demokratin, ich stehe hier heute als Antifaschistin und ich stehe hier heute auch als Frau, solidarisch mit all den Frauen, die weltweit für ihre Rechte einstehen und die sich patriarchalen Mustern nicht unterwerfen wollen. Und damit stehe ich auch gegen den Frauenhass, der vom iranischen Regime immer wieder vertreten und der von hier, dem Lautsprecher des iranischen Regimes, den wir da drüben bei der Kurzdemo sehen, auf die Straße hier in Berlin getragen wird. Das islamistische Regime im Iran wendet sich gegen die Rechte der Frau, wendet sich gegen Selbstbestimmung und steht für ein Gesellschaftsbild, in dem das einzelne Individuum und vor allem die Frauen dem Kollektiv und der Gemeinschaft unterworfen werden sollen und ihre individuellen Rechte eingeschränkt werden. Ich stehe hier auch als Feministin, die solidarisch ist mit all den Kräften im Iran, die sich genau diesen Frauenhass, die sich LGBT-Feindlichkeit und die sich der Ideologie des Anti-Individualismus entgegenstellen. Und auch das ist eine Message, die wir, glaube ich, hier heute als Demonstration in Solidarität mit den oppositionellen Kräften im Iran ausstrahlen müssen. Und das heißt für mich auch, jeder Form des Kulturrelativismus entgegenzutreten. Gestern habe ich von einem Fall erfahren von einem Trierer Gericht, wo es um eine Abschiebung gab, über eine 20-jährige Frau aus Afghanistan, die abgeschoben werden sollte, obwohl sie in dem Heimatland Zwangsverschleierung, eine Zwangsehe und Gewaltdrohung durch den potenziellen Ehemann erwartet haben. Die Begründung des Gerichts war es, dass es für die Frau ja nicht so schwer sein dürfte, sich diesen patriarchalen Mustern zu unterwerfen, denn sie hat ja noch nicht lang genug in Deutschland gelebt, um sich an Selbstbestimmung und emanzipative Lebensweisen zu gewöhnen. Hier wird der Anspruch der Aufklärung gegen sich selbst verkehrt, weil er eben nicht genutzt wird, um frauenfeindliche Praxisen zu hinterfragen und zu bekämpfen, sondern im Sinne der eigenen Darstellung der vermeintlichen Überlegenheit genutzt wird, um diese zu dulden und zu tolerieren. Ich glaube, auch dagegen stehen wir und wir sagen hier heute klar, Freiheit ist nicht westlich, Freiheit ist nicht östlich, sondern Freiheit ist universell. Gegen
Antisemitismus, gegen den Antisemitismus, ich habe schon gesagt, heißt auch gegen Antizionismus einstehen. Ich glaube, es heißt aber auch, nicht nur an einem Tag im Jahr sich diesen Demonstrationen entgegenstellen, sondern es heißt in unserer tagtäglichen politischen Arbeit. Ich habe hier verschiedenste Leute aus verschiedensten politischen Kontexten gesehen. Aus Gewerkschaften, aus linken Parteien, aus konservativen Parteien, aus der Grünen Partei. Und ich glaube, gegen den Antisemitismus muss immer auch heißen, dass wir hinterfragen, was für antisemitische und antizionistische Verschwörungstheorien auch in unseren eigenen Reihen produziert und reproduziert werden und uns auch mit den Menschen, mit denen wir gemeinsam solidarisch für eine bessere Welt kämpfen, auch dort Antizionismus und Antisemitismus entschieden zu kritisieren und zu bekämpfen. Denjenigen zu zeigen, die den vermeintlichen Kampf gegen Antisemitismus nutzen, um ihre rechte Hetze in unserer Gesellschaft zu verbreiten, die zwar auf der einen Seite über Antisemitismus bei Migrantinnen sprechen und auf der anderen Seite die Sprache des Nationalsozialismus wieder geläufig machen und eigentlich mit ihrer Ideologie der Volksgemeinschaft genau die gleichen Vorstellungen von anti-emanzipatorischen Gesellschaftsbildern vertreten, wie es die Islamisten tun. Die Rechtsextremen sind nicht die tatsächlichen Feinde der Islamisten, sondern sie sind Brüder im Geiste einer antiaufklärerischen und kollektivistischen Vorstellung, die den Menschenrechten entgegensteht. Deshalb auch ein großes Dankeschön von mir an die Organisatorin, dass ihr auch in eurem Aufruf und hier in dem Bündnis klar gezeigt habt, dass es in einer antisemitischen Gemeinde, dass in einem Bündnis, das gegen Antisemitismus aufsteht, eben keinen Platz für Rechtsextreme gibt. Vielen Dank an alle von euch, die heute hier stehen, die zusammengekommen sind aus eben verschiedensten politischen Kreisen und gemeinsam zeigen, dass wir Antisemitismus und Antizionismus nicht unwidersprochen lassen. Ich sehe es als meine Aufgabe als Mitglied der Grünen Jugend und auch als Mitglied der Grünen Partei, mich politisch dafür einzusetzen, dass wir hoffentlich im nächsten Jahr nicht mehr hier stehen müssen oder dass wir, wenn wir hier stehen, einfach nur tanzen und eine gute Zeit haben und das gute Leben feiern können, weil diese Marsch nicht mehr stattfinden wird. Vielen Dank.